Zusammenhang von Wissenschaft und Kunst, besonders in der Synthese von Ethik und Ästhetik zeigt, haben bereits die Philosophen und die Diderot intuitiv erkannt. Aber wie sich später herausstellen sollte, ihre positive Wirkung auch teilweise überschätzt. Diderot selbst bekennt, ich zitiere, die emotionale Wirkung eines Theaterstückes kann beim Publikum eine starke empathische Reaktion auslösen und so einzelne Menschen zum moralischen Handeln bewegen. Zitat Ende. Friedrich von Schiller verstärkt dann dieses etwas pathetisch mit dem Aufruf an die Künstler: Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben, mit euch sinkt sie nieder, mit euch wird sie sich heben. Die Bezeichnung von Kunst und Ethik beschränkt sich aber nicht auf die empathischen Empfindungen in Theater und Oper. Auch die sinnliche Wahrnehmung in der bildenden Kunst sowie Musik und Literatur gehören dazu. Darüber hinaus wies bereits schon der schottische Aufklärer David Hume, er war zeitweise Gast bei den Philosophen, auf die Wechselwirkung mit der Wissenschaft hin. Ich zitiere: Nicht allein in der Poesie und Musik müssen wir unseren Gefühlen folgen, sondern auch in der Philosophie. Zitat Ende. Ja, dann kommen wir also zu diesem großen Werk, das Mammutwerk, wie ich sage. Die Enzyklopädie ist der erste Band, 1751 dann erschienen, sozusagen mit einer letztlich vierjährigen Vorbereitungszeit. 1750 erschien der Prospekt der Enzyklopädie. Der wurde von Diderot geschrieben, ein vielseitiges Werk, was sozusagen Sinn, Ziel, Inhalt, Aufbau, Gliederung und Anliegen eben halt der Enzyklopädie, ich spreche das jetzt doch erstmal wieder ein bisschen deutsch aus, Enzyklopädie, auch zum Ausdruck bringen sollte. Ne? Was heißt eigentlich Systematisierung und Klassifizierung des menschlichen Wissens? Das hat er dort schon im Prospekt beschrieben. D'Alembert hat dann eine einleitende Abhandlung der Herausgeber in Band 1 mit veröffentlicht, was zum großen Teil auch den Prospekt wiedergibt, aber er hat natürlich auch noch einige Dinge weiter beschrieben, vor allem auch erkenntnistheoretische Fragen, hat dann haben wir dann noch etwas genauer beschrieben, die Wissenschaftsentwicklung seiner Zeit, also auch wissenschaftshistorisch, aber letztlich auch mit dem Blick auf die moderne Wissenschaft, die D'Alembert dort beschreibt, denke ich mir auch ein wichtiges Zeugnis unserer modernen Geschichte. Das grundlegende Gemeinschaftswerk der bürgerlichen Aufklärung in Frankreich erscheint also von 1751 mit dem Band 1 bis 1772. Im Jahr 1746 veröffentlicht Diderot anonym und angeblich in Den Haag seine Pensée philosophique, seine philosophischen Gedanken. Es ist die erste
eigenständige philosophische Schrift von Diderot. Die im Jahr zuvor erschienenen Prinzip der Philosophie Moral sind nämlich eine Übersetzung von Lord Shaftesbury's Traktat Inquiry Concerning Virtue or Merit, die Diderot avec Reflexion mit Reflexionen versehen hat, was zu einer, wie es genannt wurde, eigenwilligen Mischung aus Übersetzung und eigenen Reflexionen geführt hat. Die Pensées werden nach ihrer Veröffentlichung umgehend vor dem Pariser Parlament, die Jansenisten, angeklagt. Das Gericht stellt fest, mit vorgetäuschter Unentschiedenheit werden alle Religionen auf dieselbe Stufe gestellt, sodass schließlich keinerlei Religion anerkannt wird. Sein Blick scheint in zwei Augen zu hängen, sein Mund ist halb geöffnet, die Arme hat er nach einem Gegenstand ausgestreckt. Er erwartet einen Befehl, er empfängt ihn. Er schießt los wie ein Pfeil, er kehrt wieder, er hat ihn ausgeführt. Die Kapuze gab einst den Anlass zu einem großen Streit unter den Franziskanern. Der Orden wurde dadurch in zwei Parteien gespalten, die geistlichen Brüder und die Gemeindebrüder. Die einen wünschten sich eine enge Kapuze, die anderen eine weite. So, ich habe hier einen Brief von Diderot an Madame de Pompadour gefunden, vom Winter 1753. Das war also kurz nach dem ersten Verbot der Enzyklopädie. Und er hat also einen Brief an sie geschrieben. Ich lese den mal vor. Inzwischen blätterte man und Graf C. sagte laut: Sire, wie glücklich müssen Sie sein, dass sich unter Ihrer Regierung Männer fanden, die sich in allen Künsten auskennen und Sie der Nachwelt überliefern können. Hier ist alles nachzulesen, von der Art und Weise, eine Nadel herzustellen, bis zu der, Ihre Geschütze zu gießen und zu justieren. Am 28. September 1773 fuhr eine Karosse in St. Petersburg ein. Sie gehörte dem Oberjägermeister Naryschkin. Dieser Freund Diderots schon aus Pariser Tagen begleitete den Philosophen quer durch Deutschland. Sie kennen den Aufenthalt in Duisburg, wo es ihm nicht gut ging gesundheitlich. Und jetzt langt ein Mann, 60-jährig, in einem schwarzen Mantel an und wird kaum empfangen. Warum? In Petersburg ist man am Hofe mit Hochzeitsfeierlichkeiten beschäftigt. Die Tochter Wilhelmine von Hessen-Darmstadt wird verheiratet mit dem Thronfolger Paul Petrovich. Das ist die erste Heirat. Dann hat er eine Württembergerin geheiratet. Und da war der Hof beschäftigt und hat gar nicht Diderot aufnehmen können. Die Suche nach einem Quartier gestaltete sich auch nicht einfach. Falconet, auf ihn komme ich noch zu sprechen, der Bildhauer, war mit Diderot befreundet. Der Philosoph hatte den Bildhauer erst für Russland empfohlen. Aber jetzt auf einmal hatte der seinen Sohn da und es war kein Platz in dieser Wohnung. Und am Hofe wurde er nicht untergebracht, sondern der Naryschkin hat ihn in seinem Palast die ganze Zeit seines Aufenthaltes in Petersburg wohnen lassen. Und über diesen Naryschkin möchte ich noch sagen, dass er, das ist typisch für russische Verhältnisse, einen leibeigenen Orchester unterhielt, wo jeder, also hunderte von Leibeigenen, ein riesiges Horn, einen Ton von sich gab und das Ganze muss schaurig schön geklungen. Das ist der Richtige. Das Erdbeben von Lissabon, eine Naturkatastrophe, die als Erdbeben von Lissabon in die Geschichte eingegangen ist, ein Seebeben. Das Epizentrum lag kurz vor der Stadt, mehrere Tsunamis und anschließendes Feuer haben die Stadt dann völlig verwüstet. Man spricht von 30.000 Toten oder 20.000, 30.000, genau weiß man es auch nicht. Unabsehbare Folgen für Portugal, wirtschaftspolitische Vormachtstellung Portugals war damit für immer zerstört. Das ist natürlich die wichtigste Stadt in Portugal, der wichtigste Hafen. Kant gibt ein Jahr später gleich drei kleinere Abhandlungen heraus. Ich zitiere mal, also wo er sich mit diesen Erdphänomenen beschäftigt, also mit Erdbeben.
ich zitiere nochmal einen Titel, von den Ursachen der Erderschütterungen bei Gelegenheit des Unglücks, welches westliche Länder in Europa gegen das Ende des vorigen Jahres betroffen hat. Also dieses Erdbeben hat europaweit Resonanz gefunden. Wäre aber philosophisch nicht interessant, wenn es nicht auch ein philosophisches Nachbeben gegeben hätte. Denn Voltaire hat ein Gedicht geschrieben, ein philosophisches Gedicht, und legt dabei eine Generalabrechnung vor mit dem Schöpfer der Welt und der Vorsehung und mit allen jenen Philosophen, die mit Gottes Beweisen und Harmonie lehren, eine Ordnung des Weltganzen behaupten wollen. Und damit vor allen Dingen mit Leibniz. Rousseau hat dann, glaube ich, gesagt, er möge das alles nicht so ernst nehmen, dass das Erdbeben von Lissabon die Stadt verwüstet hätte, hätte mit der Vorsehung und mit Gott relativ wenig zu tun, sondern die Menschen seien einfach dumm gewesen, dass sie so nah am Wasser gebaut hätten. Ich könnte keinen Tag leben, ohne zu schreiben. Katharina die Große, die produktivste Autorin ihrer Zeit im Zarenreich. Also Katharina als Schriftstellerin. Ich könnte keinen Tag leben, ohne zu schreiben, bekannte die Kaiserin Katharina. Schon zu Lebzeiten genannt die Große ihrem Sekretär Adrian Glebowski am Ende ihres Lebens. Ein Federkiel übte eine magische Anziehungskraft auf sie aus. Ich kann keine saubere Feder sehen, schrieb die Zarin in einer ihrer Satiren, ohne Lust zu bekommen, sie in Tinte zu tauchen. Ihre Schreibleidenschaft selbst ist eines ihrer literarischen Themen. Wenn sie auch ihrem Korrespondenzpartner, dem Leibarzt des englischen Königs in Hannover, Johann Georg Zimmermann, mitteilte, in ihrer Freizeit, also in der Zeit, in der sie nicht die Regierungsgeschäfte ausübte, und zu ihrer Erholung, zu ihrem Vergnügen, Plaisir, literarische Werke zu verfassen, so verfolgte Katharina mit dem Schreiben doch in der Regel einen erzieherischen und politischen Zweck. Und ich glaube, bei einer Veranstaltung, die hoffentlich von der Bundeszentrale Politische Bildung unterstützt wird, da ist dieser politische Zweck vielleicht ganz im Sinne der Tagung. Sie wollte nämlich ihre Untertanen zu Staatsbürgern erziehen, wofür das Wort Grajdanie steht. Im Unterschied zum Untertanen, der in Russland rechtlos war und sich der Herrschaft gegenüber als untertänigster Sklave auch bezeichnete, also war sogar adlige Unterzeichneten als Sklave, widmete sich der Grajdanin, der Staatsbürger, dem Wohl seines Vaterlandes, der Kirchestor, das Vaterland, freiwillig dient er dem Herrscher und dem Reich.
war die Entdeckung der Zeit, die Entdeckung langer Zeiträume. Und da war der schon erwähnte Zeitgenosse und guter Bekannter von Diderot, Buffon, einer der ersten, der sich zu spekulieren erlaubte. Ich sage bewusst spekulieren, Buffon war sich da selber nicht so ganz sicher, möglicherweise wollte er auch bewusst vorsichtig sein, wegen des Einflusses der Kirche und der Zensur und so weiter. Er spekulierte also, dass die Erde sich 75.000 Jahre nach ihrer Entstehung abgekühlt habe. Also das war dann schon ein völlig anderer Zeitraum verglichen mit den 6.000 Jahren. Und wenn er sagte, dass sich die Erde 75.000 Jahre nach ihrer Entstehung abgekühlt hat, dann muss sie ja noch viel früher entstanden sein. Im späten 19. Jahrhundert war man sich dann weitestgehend darüber einig, dass die Erde ungefähr 20 Millionen Jahre alt ist. Und noch eine andere Dimension. Im 20. Jahrhundert kam man zu der Erkenntnis, und heute wissen wir, dass die Erde ein Alter von ca. 4,6 Milliarden Jahren aufweist, dass das Leben auf der Erde vor ungefähr 3,8 Milliarden Jahren entstanden ist. Das heißt, im Laufe von 300 Jahren ungefähr ist die Erde und ihre Bewohner sozusagen immer älter geworden, haben wir einen Einblick gewonnen in die tatsächlichen Zeitmaße und Zeitabläufe der Entwicklungsgeschichte unseres Planeten. Im 18. Jahrhundert, wie gesagt, Buffon war einer der ersten, konnte man darüber in der Hauptsache erst spekulieren. Erst im 20. Jahrhundert aufgrund unterschiedlichster geologischer, geophysikalischer und vieler anderer Ergebnisse, da wurde klar, wie alt unser Planet wirklich ist.